Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Film-Review auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einer weiteren Kritik, zu einem Mediabook. Und heute haben wir vorliegen Sculpts, der Fluch des blutigen Schatzes aus dem Jahre 1983 von Trash-Vielfilmer Fred Olen Ray von CMV Laservision in einer limitierten Edition mit dem Original Kinoplakat von damals, diesem gezeichneten. Es gibt auch ein Alternativplakat, welches dann echte Szenen aus dem Film, welches ich aber wirklich nicht besonders schön finde. Ja, und da wurde halt von CMV Laservision veröffentlicht, auch bereits vor einigen Jahren in der Trash Collection als Hardbox, glaube ich als Nummer 110, 120, irgendwie so um den Dreh. Die habe ich leider nicht. Auch mit demselben Cover. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist wirklich richtig, richtig cool gezeichnet. Hier so ein bisschen Mystik mit diesen schönen dunklen und roten Farben. Mit diesem ja, Indianergeist, sage ich mal. Das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Ja, und viele würden jetzt sagen, das ist schon das Beste am Film, dass das Cover schon besser ist als der Film selbst. Aber da kommen wir gleich zu. Hier limitiert auf 500 Stück. Ich weiß nicht, ob sie die überhaupt losbekommen. Wir haben ein paar Bonusmaterialien. Wir haben einen Audiokommentar von Regisseur höchstpersönlich Fred Olen Ray. Die deutsche VHS-Fassung, die ziemlich ungeschnitten wurde. Ja, und dann Trailer zu Hollywood Chainsaw Hookers und so weiter. Und animierte interaktive Menüs, also so ein bisschen das Übliche. Und das Mediabook ist sehr, sehr informativ und schön geschrieben, wie ich finde, von Christoph N. Kellerbach. Der macht das immer sehr, sehr gut. Da geht es hier um so ein bisschen, ja, das Drive-In-Kino, was ja auch mit dem Film so ein bisschen zusammenhängt, wird hier so ein bisschen beleuchtet. Das fand ich sehr, sehr interessant tatsächlich. Dann auch die Karriere von Fred Olen Ray wird hier so ein bisschen, ja genau, das war das Alternativcover, was ich wirklich nicht besonders schön finde. Ja, die Hintergründe werden auch so ein bisschen beleuchtet. Und das finde ich sehr, sehr interessant geschrieben. Und man hat auch gerade schon gesehen, das ist Trash pur. Das ist mit niedrigsten ja, Möglichkeiten entstanden. Aber worum geht es überhaupt? Eine Gruppe von jugendlichen Archäologiestudenten fahren in die Wildnis, um einen Indianerschatz auszugraben. Der ist verflucht und der Indianergeist nimmt dann Rache und nimmt auch ein paar Sculpts mit. Also schneidet den Leuten die Haare ab. Und ja, wie gesagt, der Film ist Trash pur. Die Bildqualität ist wirklich nicht besonders gut, aber das liegt wohl weniger am Label als, ich glaube wirklich, die haben da damals ja, mit schlechten Materialien gedreht. Die hatten wirklich nicht viel zur Verfügung und ich glaube, das liegt weniger am Label als an den Umständen, unter denen dieser Film gedreht wurde. Die Schauspieler ist absoluter, ja, die sind als schlecht zu bezeichnen im allgemeinen Sinne. Die Effekte, das Make-up, das ist wirklich nicht besonders gut. Wenn ihr auch gesehen habt, hier dieser Indianergeist und dann hier dieser Löwe, dessen Sinn ich auch nicht ganz verstanden habe, warum der jetzt auftaucht. Der taucht am Anfang auch kurz auf, ergibt keinen Sinn. Und wie gesagt, auch die deutsche VHS-Fassung hat den Film umgeschnitten. Und ich glaube, die Anfangssequenz, wo jemand enthauptet wird von diesen Löwen, der ergibt halt keinen Sinn, aber die Verleiher in Deutschland haben gesagt, der Film muss direkt mit einem Knaller beginnen. Deswegen haben sie da halt direkt so eine Szene reingeschnitten, obwohl das im Kontext überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne, ist ja auch egal. Ja, der Film geht knapp 1 Stunde 20, ist also recht kurzweilig, obwohl nicht wirklich viel passiert. Aber ich finde tatsächlich, der Film hat Atmosphäre, so ein bisschen wie Texas Chainsaw Massacre, erinnert mich das wirklich. So in der Wüste, eine Gruppe von Jugendlichen, die dann da terrorisiert werden. Ja, so ein bisschen grobkörnig. Das wirkte wirklich, das hatte Atmosphäre gehabt, meiner Meinung nach. Die Splatter-Effekte sind natürlich völlig schlecht und das kann man auch leicht zu durchschauen. Aber das hat trotzdem irgendwie seinen Charme, auch weil man Fred Olen Ray anmerkt, dass er Spaß daran hatte. Man sieht auch am Anfang, der Professor trägt so ein Buch mit sich, wo das Alien aus Metaluna 4 antwortet nicht, glaube ich, heißt er. Das halt darauf abgebildet ist. Und dann zeigt sich halt, dass hier ein Fan einen Film gemacht hat. Und das, finde ich, sollte man dann irgendwie schon honorieren. Qualitativ ist der Film unterste Schublade. Aber ich glaube, wenn man Trash mag, dann kann man sich den doch angucken, wenn man da tolerant ist. Aber wie gesagt, für normale Horrorfans ist das absolut nichts.
Deswegen glaube ich auch irgendwie nicht, dass die limitierte Auflage für 500 wirklich loswerden. Ich glaube, 333 wäre so ein bisschen besser gewesen. Ja. Aber das Mediabook ist trotzdem schön. Das ist wirklich für den Preis 30 Euro, habe ich es auch auf einer Filmbörse bekommen. Das Cover ist sehr, sehr schön. Das Mediabook ist informativ. Der Film, ja, muss jeder, glaube ich, selbst entscheiden. Für Trash-Fans ist das hier eine vorsichtige Empfehlung, würde ich am Ende sagen. Ja. Ja, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr ihn fandet, falls ihr ihn überhaupt schon gesehen habt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.